Willkommen zurück, meine Damen und Herren, bei Harry Potter, bei Henry Töpfer und ein Stein. Wir wollen zu Fluffy. Wo war denn der nochmal? War der hier oben oder war der unten? Die verbotene Abteilung? Wisst ihr, was mir hier fehlt? Ich weiß auf jeden Fall, dass es hier die linke Seite, irgendwo auf der rechten Seite war. Wisst ihr, was mir hier so ein bisschen fehlt? Mir fehlt hier so ein bisschen dieses, hier ist nur die Abstellkammer. Mir fehlt die endlose Treppe. War das die endlose Treppe? Ihr wisst, was ich meine. Was fehlt mir hier? Die große Treppe. Ach so, ich dachte, das war die große Pause. Nein, alles gut. Die große Treppe. Ich sag ja, ihr seid die Harry Potter Nerds. Ich spiele das nur, weil ich Dinge tue, weil ich gerne spiele, weil ich Videogames toll finde. Deswegen mache ich das. Ihr seid die Pros in Harry Potter. Das dürft ihr auch gerne bleiben. Ich bleib bei Herr der Ringe. Vielleicht bin ich da auch nicht so unbedingt der Pro, aber es war auf jeden Fall zu 100% hier irgendwo auf der linken Seite. Na gut, dann müssen wir noch weiter runter. Solange der fast kopflose Nick. Warum ist denn der fast kopflos? Alles gut. Hier auch. Nein! Oh, scheiße. Ja, ist natürlich klar. Und die anderen helfen wieder nicht, ne? Die ollen Hacklappen. Du kannst nicht entkommen. Warum kann ich denn nicht entkommen? Also überhaupt Schaden? Ja, der hat mich vergiftet. Was? Hier gibt's nur diese eine Tür. Die wurde aber ganz schön gespart, ne? Finde ich schon ein bisschen gemein. Hier fehlt was. Nein, eigentlich ist ja alles vorhanden. Warte mal, die Tür steht offen. Snape muss schon hier sein. Ich glaube nicht, dass Fluffy uns sehen kann. Schnell, Harry, spiel auf der Flöte. Ich glaube, das Biest schläft. Los jetzt. Keine Spur von Snape. Ich kann mich nicht bewegen. Ich auch nicht. Diese Pflanzen haben sich um unsere Füße gewunden. Das müssen Teufelsschlingen sein. Ich habe schon mal etwas über die gelesen. Mach Licht oder Feuer, Harry. Braucht das noch. Ach so. What the hell? Wie viel Schaden macht denn der Kram hier? So, okay, wir machen mindestens genauso viel. Welcher ist denn hier Feuer überhaupt? Achso, warte mal, nee. Das hier war Wind. Nee, das war nicht Wind. Moment mal. Ich gucke erstmal was. Nee, das war nur so Giftzeugs. Ja, nee, das war dumm. Der Benchmark-Test für Final Fantasy XIV. Ja, sehr schön. Okay, der war es nicht. Dann war es dieser hier. Alter, will du mich verarschen? Mach Licht oder Feuer? Du mich auch. Jetzt mache ich Feuer und dann so verarscht. Okay, aber wir haben doch noch einen anderen Feuerzauber. War das der hier? Incendio Uno? Ja, das war er. Aha. Incendio Uno.
So, ich mache erstmal den in der Mitte platt. Weil der macht immer noch am meisten Schaden. Und wenn das Spiel wirklich so fair ist, wie es eigentlich immer war, dann würde ich fast behaupten, dass wenn wir K.O. gehen, kommen wir mit vollen Lebenspunkten wieder hierhin. Ohne Kampf dann aber. Und er rennt weg. Die Pflanze rennt weg. Haltet die Top-Pflanze! Ey, die halten aber auch nicht wenig aus, die Dinger hier. Ragnos, grüß dich! Schlägt hier keine Wurzeln. Was? Das ist doch voll pompastisch, was hier abgeht gerade. Ach so, ja, jetzt 137 Schaden oder was? Jetzt kommen hier die kritischen Treffer raus. Können wir den nochmal hier unten machen, den kritischen Treffer, bitte? Natürlich nicht. So, aber guck mal, den ersten Boss, ich gehe mal davon aus, dass der erste Boss. Unglaublich. Harrys Ausbeute, Optimumstiefel. Danke, Harry. Sie haben mir beinahe die ganze Luft aus dem Körper gepresst. Lass uns weitergehen. Snape hat schon einen Vorsprung. So krass, ich habe instant einfach neue Ausrüstung bekommen. Bewegen minus 10, aber dafür Kraftstärke, Verteidigung auf Maximum. Wo muss ich jetzt? Ach so, da muss ich jetzt lang. Wer kommt denn auf so einen Schwachsinn? Warum sollte ich denn hier auf dem Grünzeug rumlaufen? Vögel! Tausende Vögel! Sie werden uns möglicherweise angreifen, wenn wir versuchen, den Raum zu durchqueren. Das sind keine Vögel. Das sind geflügelte Schlüssel. Ach, okay. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich weiß, was das gleich wird. Wir suchen den richtigen Schlüssel. Wisst ihr was? Ich leg's drauf an. Verschlossen. Einer dieser Schlüssel muss an dieses Schloss passen. Aber welcher? Der da ganz oben sieht anders aus als die anderen. Meinst du den goldenen, der zwischen all den silbernen fliegt? Ja, genau den. Vielleicht können wir mit ihm die Tür öffnen. Du solltest nach oben fliegen und ihn holen. Sonst kommen wir nie durch diese Tür. Hey Alexander, grüß dich. Piu. Ich habe meinen Besen nicht dabei. Nimm mein. Es ist zwar nur ein Besen für Anfänger, aber wir haben keine andere Wahl. Genervt? Wait a moment. Was ist das denn jetzt hier? Den goldenen Schlüssel? Welcher ist jetzt der goldene Schlüssel? Also es gibt rote Schlüssel? Ah, okay. Ich glaube, ich habe es verstanden. Boah, diese Musik, ey. Ja, kleine Trinkpause, aber sicher doch. Gleich. Tommy, grüß dich. Schönen guten Abend. Wie war dein Sonntag? Warst du bei der Familie? Alter. Ist das ein dankbarer Kram hier? Ey, warte mal. Ich hab hier einen Spot gefunden, glaube ich. Haha, guck mal, so einfach geht das. Ich habe den Schlüssel, lasst uns gehen. Oh nein, Schachfiguren, die sind aber riesig. Stößchen, Tommy. Die meisten von ihnen stehen nicht auf dem Schachbrett. Das sieht mir eher nach einer Falle als nach einem einfachen Schachspiel aus.
Diese Schachfiguren sind groß genug, um jemanden zu verletzen. Achte auf die Königin. Sie ist die mächtigste von allen. Ach so. Ach so. Mhm. Ich verstehe. Was kann ich denn da jetzt machen? Ich kann, Petrificus Totalus hat, glaube ich, das letzte Mal auch überhaupt nichts gebracht, als ich es genutzt habe. Locomoto Vibli. Ich probiere es einfach mal damit. Erstmal einfach sowas hier reinwerfen und gucken, was passiert. 47, okay. Sicherheit geht vor, Helm aufsetzt. Flipendo Trier. Probier es mal damit. Mal gucken, was das macht. Tornado. 1. Okay, ich hätte mal über unten anfangen sollen. Das war schon mal ziemlich kacke. Dann, Familio Blue Duo Dingsbums. 32. Auch nicht so groß. Ich glaube, da ist das hier noch mit am besten gewesen mit 40, ne? 51. Ja, definitiv. Lol. Also den kriegen wir zumindest schon mal klein. Das finde ich gut. Und mit ein bisschen Glück haben wir dann auch noch direkt ein Level-Up. Wenn wir damit ein Level-Up haben, dann haben wir einfach mal ja, ein bisschen den Boss gecheased, würde ich sagen. Die Statue rennt weg. Ich finde das einfach mal so irrsinnig komisch. 895 Erfahrungspunkte. Ja, auf jeden Fall haben wir ein Level-Up, sage ich doch. Easy. Aber die kommt, Alter, die kommt von alleine angerollt. Aber, ne, wie gesagt, Level up. Level up, wir haben wieder volle Lebenspunkte. Ich fange am besten wieder von oben an. Na, und... Wobei, auf der anderen Seite kommen. Gib ihm. 49, wie viele Lebenspunkte haben wir jetzt abgezogen damit? Probier mal Locomoto Mortis. Hä, warum ist... Was ist das jetzt für ein Grafikglitch hier? Locomoto Mortis. Probier ich mal. Komm. Okay. Das hat ihn jetzt einfach nur stehen gelassen. Wenn ich jetzt wieder angreife, dann ist er wieder ganz normal. Aber ey, Moment mal, das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Weil jetzt habe ich quasi seinen gesamten Angriff einmal geskippt. Das ist ein guter Hinweis gewesen. Dankeschön, Ragnos. Achso, das ist ein Turm. Ha! Besiegt! Lauf, du Wurm! Pass auf, Harry! K.O. Ron, nein! Eine ziemlich aufgeblähte Powerbank. Oha! Ich lese gleich nochmal nach, was ihr geschrieben habt. Ey, funktioniert das jetzt nochmal? Kann ich das nochmal so machen? Uff. Okay, das war schon mal nicht so gut. Na ja, komm. Ich spare jetzt mal ein bisschen. Also, das funktioniert nicht. Ich versuch's nochmal mit Incendio. Okay, auch nicht.
Oh, das sah gut aus. Vor allem, weil das einfach ein Standardzauber ist. So, jetzt kann ich mal ganz kurz lesen, was ihr geschrieben habt. Bin genervt. Hab eine ziemlich aufgeblähte Powerbank. Und heute Sonntag, naja, muss man gucken. Morgen die BSR kontaktieren. Aber auch die Feuerwehr angerufen, die sagte, naja, ist nicht unser Ding, ist ja noch nichts passiert. Bringen Sie einfach zum Wertstoffhof in Ihrer Nähe. Ja, ich glaube, bei einer aufgeblähten Powerbank kannst du auch nicht so viel machen. Weil das ist halt dumm. Also doof. Dumm nicht. Geht besser mit Petrificus Totalus, aber der verbraucht mehr. Okay, du scheinst dich da richtig gut auszukennen im Spiel. Ey, instant gleich nochmal Level Up. Sehr geil. Wie geht es, Ron? Ich glaube, er ist soweit in Ordnung, aber er scheint bewusstlos zu sein. Wir müssen jetzt, wir können jetzt nicht auf ihn warten. Hier kann ihm nichts mehr geschehen. Komm, wir gehen in den nächsten Raum. Ja, geil, wir lassen einfach jetzt unsere Freunde hier links liegen. Finde ich super. Genau mein Humor, Alter. Ja, wie auch die Verteidigung einfach ins Maximum geschossen wird hier an der Stelle. Also so ein bisschen habe ich so das Gefühl, dass die, dass sie so dachten, hoppla, wir haben irgendwie den Power Creep vergessen. Schmeißen wir nochmal ein paar richtig krasse Sachen rein. Und toll. Ich habe es früher gerne gespielt, leider hast du meinen Lieblingszauber nicht. Och nein. Oder das wäre der. Wie gesagt, ist echt gewölbt die Powerbank. Die ist echt gewölbt die Powerbank? Nee, das kann schon passieren, dass die gewölbt sind. Das passiert schon mal leider. Also. Genau, im Film. Dachte ich es mir doch. Im Film war es so, dass er alleine weitergegangen ist. Ein Troll, nicht schon wieder. Hab keine Angst, ich glaube, er ist schon K.O. Sieh dir nur die ekligen Beulen auf seinem Kopf an. Die Beulen hat. Die Beule ist nicht das Einzige, was an seinem Kopf eklig aussieht. Ja, der steht gleich auf, wetten wir. Na gut. Was machen wir jetzt? Im Hintergrund ist irgendwas passiert. Hagrid sagt, dass verschiedene Professoren für den Schutz des Steins gesorgt haben. Sprout war sicherlich für das Teufelskraut zuständig. Flitwick hat den Schlüssel verzaubert. Und McGonagall hat die Schachfiguren verwandelt. Als nächstes treffen wir wahrscheinlich auf Snapes Werk. Ich wette, wir müssen einen Zaubertrank zubereiten. Wofür soll das gut sein? Keine Ahnung. Vielleicht schützt der Zaubertrank vor Feuer. Wir müssen es herausfinden. Verschlossen. Oh nein! Wähle die richtige Kombination aus Kessel und Zutaten aus, um die Zaubertrank-Aufgabe zu erfüllen. Drücke Control-Pad auf und ab, um eine Auswahl zu treffen. Drücke Control-Pad rechts, um zur nächsten Kategorie zu gelangen. Oder drücke Control-Pad links, um noch einmal zurückzuspringen und deine zuvor getroffene Auswahl zu ändern. Wenn du mit deiner gesamten Auswahl zufrieden bist, drücke den A-Knopf. Einfach hier. Ah, okay. Zwölf Versuche, die richtige Kombination zu finden. Uff. Oh. Der hier. 1, 2, 3, 4. Es gibt 4. Okay. Dann würde ich mal sagen. Okay, hier war nichts richtig. Einer ist richtig. Ach shit, jetzt haben wir aber zwei verändert.
Also, ja, bei dem wissen wir ja, dass der falsch ist. Das heißt, einer von den beiden ist auf jeden Fall safe. Okay. Der hier ist richtig. Jetzt fehlt nur noch der richtige Kessel. Der ist falsch. Der ist richtig. Okay. Bleibt ja eigentlich noch der Kessel über. Genauso wie der hier überbleibt. Was hatten wir hier noch nicht genommen? Ist die Frage. Den hatten wir, den hatten wir, den hatten wir und den hatten wir. Aber dann war die Palme wahrscheinlich richtig. Okay, von denen ist alles falsch. Das heißt, der wird... Wenn jetzt hier einer richtig ist, okay, das heißt, es ist der schwarze Kessel auf jeden Fall. Der schwarze Kessel... Ich mach's nochmal sicherheitshalber. Ah, okay. Blau? Stein? Palme? Born? Nee, ha, doch nicht der blaue. Oh nein, es funktioniert nicht. Ich muss noch ein... Seriously? Riesengroß, aber das macht ja insofern nichts, weil wir ja zumindest A, eine Stufe höher sind mittlerweile, wieder, zwei Stufen höher sind und wir bessere Ausrüstung haben. Man gerade sehen kann. Aber ich werde dann auf jeden Fall das nächste Mal abspeichern.
Okay, also das ist schon ein bisschen krass, dass wir dann so weit zurückgeschmissen werden, aber okay. Hey, Alex! So, ich probier mal einfach was. Die Musik ist einfach so grandios. Oh, das mag ich nicht. Sowas mag ich nicht. Wenn einfach der Zauber daneben geht. So, aber zum Glück sind wir jetzt hier schon mal... Oh, sogar mit Level Up. Sehr gut. Ja, wir wissen es. Da oben fliegen Schlüssel. Alles ist gut. Oh nein, Tür ist abgeschlossen. Oh boy, was sollen wir jetzt machen? Keine Ahnung. Wir fliegen jetzt einfach. Also wir haben ja mittlerweile hier so eine Art kleinen Safe-Spot. Ich finde die Bus. Okay, oder auch nicht. Oh, das ist ekelhaft. Keine Ahnung, wie ich gerade so... Alter! Boah, das ist ein Kackspiel. Also, kein gutes Minigame auf jeden Fall. Na komm schon. Oh, ein Glück. Das fand ich war ein richtig bekacktes Pattern. Aber dass ich jetzt hier auch alle drei nochmal machen muss, finde ich auch heftig. Ich mache das aber genauso wie vorher. Hatte ich ihn überhaupt damit angegriffen vorhin? Ich glaube ja, ne? Naja, komm. Kriegen wir schon hin. Ich weiß, ich kann auch leben, aber alles gut. Ich will hier jetzt noch nicht, um die Zauberpunkte, also meine Magiepunkte ein bisschen zu schonen. Ja, wobei ich, das könnte, ach so, ey, auf der anderen Seite, so kann ich natürlich auch leveln, ne? Fällt mir gerade so auf. Aber hier ist wieder der Grafikglitch. Schaut mal, hier ist wieder der Grafikglitch.
glaube, das liegt an ausgezeichneter Programmierung. Gut, so geht's auch. Der Optimum-Hut. Ach, oh, witzig. Ich bekomme sogar unterschiedliche Gegenstände. Wie geil ist das denn? Dann hat sich das sogar richtig gelohnt, gerade. Und bei dem wissen wir jetzt, Tornados bringen was. Fünf! Der haut mit 5 zu. Das ist ja niedlich. Butz. Also ich muss wirklich, wirklich sagen, manche Trash-Mobs, die wir erlegt haben, haben mehr Power als der. Statuen laufen einfach weg. Ach, guck mal, und Zauberstab-Handschuh. Okay. Aber die Erfahrungspunkte sind, glaube ich, wirklich so gelegt, dass man direkt einen Level abbekommt, sobald man soweit ist. So, ich leg mal eben kurz die Ausrüstung. Wie sieht denn jetzt aus? Was für Handschuhe trage ich jetzt gerade? Steht natürlich nicht dabei. Teste Trollkopf. Okay. Ach, der zeigt mir gar nicht den Unterschied an. Plus 4? Okay. Ja, okay, alles klar. Beste Trollkopf. Ah, super mega Power. Name. Wir bekommen einen super mega Power Trank. Oh, das ist so goofy. Wie wollen wir die Gegenstände nennen? Ich habe keine Ahnung, aber wie wär's mit super mega Power Trank? Lol, okay. Finde ich mega. Wir machen hier mal ganz kurzes Päuschen und dann geht's, glaube ich, wirklich zu einem Abschluss vom Spiel. Ne? Ich bin sehr gespannt. Bis gleich.